Guten Morgen Deutschland. Mein veganer Super Power Hero Körper hat die Lebensmittelvergiftung, die schon echt heftig gewesen ist, einfach mal so innerhalb von 24 Stunden pulverisiert. Ich fühle mich wieder richtig gut, richtig geil und hole gleich meinem Sohn ab, um unser kleines veganes Bootcamp zu starten. Und ich werde auch gleich versuchen, da aus dem veganen Bootcamp so eine Art Rohkost-Bootcamp zu machen. Er weiß davon noch nichts, aber er wird es bald erfahren. Und ja, ich will ihm einfach das Beste aus Vitalität und Power geben und zeigen, was ich auch für mich selbst herausgefunden habe. Allerdings, ich höre schon wieder auch Einwände, wenn ich merke, dass er etwas Warmes möchte, na dann werde ich ihm natürlich auch etwas Warmes zubereiten, wie eine Gemüsepfanne oder ähnliches. Er soll sich wirklich einfach nur wohlfühlen, das ist mir klar, denn da erspritzt oder da kommt auch die Motivation dann raus und ja, das soll er einfach ohne Fernsehen, ohne tierische Nahrung, ohne einfach nur rumliegen, sondern dass er wirklich gefordert wird und auch versteht, dass es etwas total Schönes und Zufriedenstellendes ist, wenn man den ganzen Tag aktiv ist und wenn man gefordert ist. Und dabei ist es auch egal, ob das auf geistiger oder körperlicher Ebene passiert. Ein aktives Leben, das bedeutet wirklich ein bewusstes Leben, eine aktive Auseinandersetzung auch mit seinem Leben und nicht wenn man nur so einfach dahin vegetiert. Viele Menschen haben zum Beispiel auch Angst vor dem Schritt in die Selbstständigkeit, weil er oftmals bedeutet, dass man ja mehr Zeit in die Arbeit stecken muss als die gewohnten 9 bis 10 Stunden heutzutage. Aber dass die Arbeit genauso Sinn des Lebens ist wie das Schlafen, wie das Entspannen oder wie der Toilettengang, wie alles. Das ist das Grundproblem, das zu erkennen. Der Sinn des Lebens besteht wirklich darin, in dem aufzugehen, was man tut. Und dabei ist es egal, was es ist oder ob es selbst gewählt oder erzwungen ist. Das spielt dafür keine Rolle. Ich kann der reichste und der gesündeste Mensch auf Erden sein, aber wenn ich nicht fähig bin, den Moment zu würdigen, dann werde ich niemals verstehen, was der Sinn des Lebens ist und vor allem, ich werde es nicht erfahren. Und ja, ich werde das Leben auch niemals in seiner vollen Vollendung erfassen können. Es ist meiner Ansicht nach, und da kommen wir zum heutigen Thema des heutigen Tages, eben nicht so, dass man alles erreichen kann. Einige Faktoren sind einfach begrenzend. Dazu zählen neben der aktuellen Gesundheit auch der Wohnort, die Fähigkeit sich von seinen Gewohnheiten zu lösen, damit auch die Fähigkeit sich von seinem Wohnort zu lösen, manche schaffen es einfach nicht, auch die finanzielle Situation, die Intelligenz, auch die physische Genetik. Schaka, du kannst alles schaffen, das ist eine Illusion, auch der Gedanke an ein unendliches Leben oder ähnliches, das sind alles Träumereien, das sind einfach oftmals nur Worte von Menschen, die einfach so, die mit den Gefühlen und Wünschen von anderen einfach nur, ich will sagen, spielen, aber einfach sagen wir, ihr Geld verdienen wollen. Das ist nichts anderes als wie die Wunderpille der Diätindustrie. Man kann sehr, sehr viel erreichen und durch eine positive Grundeinstellung kann man noch sehr viel mehr erreichen. Aber man muss realisieren, dass man eben nicht alles erreichen kann. Und ja, dann kommt eigentlich das Wichtigste überhaupt, dass man auch nicht alles erreichen muss. Wie viele haben denn zum Beispiel jetzt den Wunsch, sehr, sehr reich zu sein? Ich sage mal, mindestens über 50% von euch haben diesen Wunsch. Und wenn ihr dies sehr schnell erreichen könnt, dann sage ich euch sogar, macht das. Denn es gibt nur meiner Meinung nach einen einzig wirklich guten Grund, sehr, sehr reich zu sein. Und das ist der Grund, dass ihr dann realisiert, wie wenig Glück Reichtum eigentlich bedeutet. Erst dann, wenn man sich wirklich alles kaufen kann, was man will und das auch gekauft hat und dann realisiert, dass es nichts mehr zu kaufen gibt, erst dann versteht man, wie sehr man manipuliert worden ist. Durch die Medien, durch die Gesellschaft, durch das Leben. Ihr müsst nichts schaffen oder erreichen, um genauso glücklich und grinsend durch die Welt zu gehen wie Superstar XYZ, der oft genug, wenn die Kameras aus sind, viel deprimierter und sich viel leerer fühlt als man selber.
Alles, was ihr tun müsst, ist zu lernen, das, was ihr tut, zu tun. Und nichts anderes. Und dann werdet ihr auch glücklich sein. Nicht nur, wenn ihr euch ja, quasi das neueste iPhone kauft oder wenn ihr 10 neue Abonnenten auf eurem YouTube-Kanal habt oder ihr gesund und vital seid oder gerade frisch verliebt, also irgendetwas erreicht habt, was die Medien und was die Gesellschaft als gut erachtet. Nein, ihr werdet jede Sekunde dieses Glücksgefühl haben, weil ihr dann eben im Moment lebt und dann lebt ihr wirklich. Ihr fragt euch nicht, was der Sinn des Lebens ist, weil ihr den Sinn des Lebens spürt. Und nicht nur wenn ihr meditiert oder irgendwelchen spirituellen Ritualen nachgeht, das kann ein Einstieg sein, ja, aber das ist nicht der Sinn, sondern wenn ihr lauft, wenn ihr kackt oder wenn ihr esst. Das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner EOD Challenge. Nur ganz kurz für alle neuen Abonnenten, die hier noch nicht wissen, um was es geht. Ich habe seit 8 Wochen eben diese Grundeinstellung, dass ich wirklich das tue, was ich tue. Dass ich das auch intensiv auf das Essen übertrage. Und das Essen, das ist der Teil meines Lebens, der mein größtes Problem war. Ich habe 165 Kilogramm gewogen. Und mein Leben bestand quasi aus Abnehmen. War Abnehmen. Und das war immer mit einer Ernährungsumstellung oder mit exzessivem Sport verbunden. Immer etwas, wo ich mich intensiv umgewöhnen musste. Was schwer war. Aber nun esse ich einfach, wenn ich esse. Und ich mache nichts dabei. Ich schaue nicht im Internet. Ich lese nicht. Ich unterhalte mich nicht und ich denke nicht einmal. Video zum Nichtdenken, Anregung dafür gibt es oben auch in der Infobox. Und ich habe auch damit nicht angefangen, um abzunehmen, sondern einfach aus oben genannten Gründen. Ich wollte dieses bewusste Leben auch auf alle Teile meines Lebens übertragen. Und ja, es ist einfach so, ich nehme ab, immer weiter, ohne meine Ernährung umzustellen. Vorher habe ich vegan gelebt, ein paar Monate, habe ganz wenig abgenommen. Und ja, ich mache keinen Sport. Einfach nur durch bewusstes Leben. Ich lebe bewusst. Ich esse, wenn ich esse. Leben im Einklang mit meinem Körper. Weg von den Beeinflussungen durch Gedanken, die durch ja, oftmals auch von der Gesellschaft manipuliert worden sind. Ich wirke dadurch etwas strange, etwas schräger vielleicht und unnormaler als vielleicht der Durchschnittsbürger mit dieser Einstellung. Aber ich bin dadurch wahrscheinlich so normal, so echt, so lebensnah wie nur wenige Menschen. Und ich bin mittlerweile auch überzeugt, dass ich mein Idealgewicht erreichen werde. Und ich habe keine Ahnung, was mein Idealgewicht ist. Und ehrlich gesagt, es ist mir total egal, was mein Idealgewicht ist. Aber da ich einfach weiter abnehme, wird es einfach noch nicht erreicht sein. Jetzt zum Update. Ich habe letzte Woche wieder 500 Gramm abgenommen. Das bedeutet, ich habe jetzt in 8 Wochen 5,5 Kilogramm abgenommen, nur durch EOD, also Essen ohne Denken. Damit kann man kein Geld verdienen, weil es einfach zu einfach ist, um es auch zu vermarkten. Da steht ein großes Konzept dahinter oder sonst was. Aber deswegen ist es auch so wirksam, weil es echt ist, weil es so ist, wie es sein sollte. Einfach, weil man einfach isst. Und das meine ich wirklich im doppelten Sinne. Als letztes möchte ich euch noch ein kleines Video zeigen von einer Babyschlange, die wahrscheinlich in meinem Garten geboren wurde. Wer mich nicht auf Facebook verfolgt hat, der hat das sicherlich auch nicht, mitbekommen. Ja, ich hatte in meinem Garten eine fast 2 Meter lange Schlange, die jetzt in meinem Komposthaufen lebt und sich als trächtige Ringelnatter herausgestellt hat. Zumindest was so für Facebook Tenor war und Gartenkollegen. Und ja, da ich dieses Video ca. 50 cm von meinem Komposthaufen aufgenommen habe, liegt der Verdacht nahe, dass es sich hier bei dem Schlangenbaby um ein Baby der Ringelnatter handelt. Und ja, jetzt möchte ich euch das Video zeigen.
Ja, so süß wie immer die kleine Zunge also rauskommt. Ich hätte es am liebsten in den Arm genommen und ja, gestreichelt irgendwie das, und mein Herz ging total auf. Aber ich wollte das kleine Ding auch nicht verschrecken und naja, deswegen habe ich es dann gelassen, beim Video belassen. So, ich wünsche euch nun viel Spaß und Freude mit der neuen Woche und denkt daran, es ist nicht wichtig, was ihr tut, sondern wie ihr es tut. Es gibt Dinge, die sind gesellschaftlich als nicht schön oder negativ behaftet. Insbesondere wenn ihr unter Zwang handeln müsst. Aber das ist dann nur in unserem Gehirn negativ. Die Dinge sind nun mal wie sie sind. Und wenn ihr sein wollt, wie ihr wirklich seid, wenn ihr im Einklang mit dem leben wollt, egal wie es ist, wie negativ es objektiv zu bewerten ist, und wenn ihr zufrieden sein wollt und ohne Ängste sein wollt, dann fangt an, die Dinge genau so zu akzeptieren, wie sie sind und nicht wie ihr sie bewertet. Hört auf zu denken und lernt zu tun. Wirklich zu tun. Und damit möchte ich mich nun wirklich für heute verabschieden, bevor ich mich dann wieder unnötig reinsteige und emotional werde. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich auf euch. Euer Christian. Tschüssi.